Hey Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hartz IV for Future. Ich habe heute eine Frage für euch und zwar ist das eine Folgefrage zu der Frage Kontoauszüge für den Weiterbewilligungsantrag. Falls ihr euch erinnert, unser Freund, der Fragesteller, hatte in dem Video einen Weiterbewilligungsantrag gestellt und wurde daraufhin vom Jobcenter aufgefordert, die Kontoauszüge der letzten 3 Monate einzureichen. Der Fragesteller wollte damals wissen, ob er Probleme bekommen kann, weil er 600 Euro auf dem Konto hat. Jetzt hat unser Freund, obwohl er noch gar nicht dazu gekommen ist, seine Kontoauszüge nachzureichen, ein weiteres Schreiben vom Jobcenter bekommen. Der Antrag ist bewilligt und das für ein ganzes Jahr. Der Antrag scheint sogar an demselben Tag bewilligt worden zu sein, an dem er beim Jobcenter eingegangen ist. Beide Briefe sind zum 23.08. datiert. Der Brief mit der Bewilligung kam jedoch eine Woche später als der, in dem die Kontoauszüge gefordert wurden. Unser Freund fragt jetzt, ob er die Kontoauszüge trotzdem schicken und kopieren soll oder ob er das nicht mehr tun braucht. Was denkt ihr? Soll er die Kontoauszüge trotzdem schicken? Könnte es Probleme geben, wenn er es nicht tut? Und die Bonusfragen. Was ist da passiert im Jobcenter? Bearbeiten mehrere Sachbearbeiter dieselben Anträge, ohne voneinander zu wissen? Arbeitet das Jobcenter etwa nicht zielführend? Könnte unser Freund den Antrag noch einmal bewilligt bekommen, wenn er jetzt seine Kontoauszüge einreicht? Und wo hat sich der zweite Brief so lange rumgetrieben? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.